Sehr verehrte Zuseherinnen und Zuseher, zunächst ein Gruß nach Wien. Ein neuer Laserpointer wurde beschafft. Danke für die Anregung. Wir besprechen heute ein Thema, die monoaminergen Systeme, was in unserer Evolution überlebensnotwendig ist und auch dessen pharmakologische Beeinflussung ist im Notfall überlebenswichtig. Wir werden sehen, wenn wir die monoaminergen Systeme und die cholinergen Systeme besprochen haben, dass wir bereits die Hälfte aller Arzneistoffe dann kennengelernt haben werden, die im Notfallkoffer vorkommen. Wir müssen eine kurze Vorbetrachtung machen. Wir haben gestern geklärt, es gibt den peripheren Anteil des Organismus, der Großteil des Organismus. Es gibt das ZNS als besonderes Kompartiment, was sich durch eine Blut-Hirn-Schranke schützt. Die älteren Anteile der Nervensysteme befinden sich in der Peripherie und das vegetative Nervensystem dient der Organsteuerung. Wir kennen dort ein Monoamin als Neurotransmitter, das Noradrenalin, was vor allem im Sympathikus vorkommt. Der Sympathikus ist unser Flucht-, Kampf- und Überlebensnerv. In der Evolution später, als ein zentrales Nervensystem entwickelt wurde, wurde natürlich das Rad nicht neu erfunden, sondern es wurden Transmitter verwendet, die es bereits in der Peripherie gab. Und es wundert uns also nicht, dass Noradrenalin auch im ZNS eine Rolle spielt als Neurotransmitter, hat aber da primär nichts mit dieser Überlebens- und Fluchtsituation zu tun, sondern steuert dort eher den Zustand der Wachheit und der subjektiven Leistungsfähigkeit. Und Sie wissen, dass nicht wenige Menschen Kokain zum Beispiel oder Amphetamine einnehmen, um diese zentral erregenden Effekte zu erzielen. Wir müssen dies vorher schicken, weil wenn wir pharmakologisch beeinflussen wollen, die Peripherie, ein Beispiel sei, der Blutdruck ist erhöht und wir wollen den Sympathikus, der ja Blutdruck stimulieren kann und erhöhen kann, hemmen, dann müssen wir Pharma geben teilweise, die den Sympathikus hemmen. Das heißt also, die Wirkung von Noradrenalin hemmen. Das Problem dabei wäre aber, wenn die Substanzen, die dann Noradrenalin in seiner Wirkung oder Menge reduzieren, über die Blut-Hirn-Schranke gehen, dass wir auch zentrale Effekte bekämen als unerwünschte Nebenwirkung. Wir wollen ja primär im peripheren Nervensystem, dem Anteil, der die Organe steuert, der Flucht-Kampf-Nerv, der Sympathikus, dort eigentlich nur eine Herunterregelung der Transmitterwirkung machen. Aber geht die Substanz über die Blut-Hirn-Schranke, ist diese Nebenwirkung der zentralen Dämpfung untrennbar von dieser gewünschten Arzneimittelwirkung. Umgekehrt, es gibt bestimmte Zustände, bei denen es an Monoaminen im zentralen Nervensystem mangelt, wie zum Beispiel die Depression. Jetzt ist ja so, wie gestern schon erläutert, wir können nicht direkt dann ins Gehirn hineinstechen und dort versuchen, diese Monoaminspiegel zu erhöhen. Es wäre ja eine Abhilfe dann direkt vor Ort im Liquor-System. Nein, wir müssen etwas Praktikables den Patienten anbieten, das heißt gemeinhin das Schlucken einer Tablette. Das wiederum hat den Nachteil, dass wir die Substanz ja ins ZNS bringen müssen, um dort der Depression entgegenzuwirken. Sie soll ja im ZNS, im zentralen Nervensystem, im Gehirn, die Spiegel der Monoamine wieder anheben, die bei einer Depression vermindert sind, meistens. Jetzt ergibt sich daraus ja das Nebenwirkungsprofil. Die Tablette ist ja, wie jetzt schon hinreichend erläutert, zunächst, wenn wir geschluckt haben, peripher unterwegs. Sie schwimmt im Organismus rum, sie wird arteriell überall hin verteilt und geht unter anderem über die Blut-Hirn-Schranke und macht dann im ZNS die gewünschte Wirkung. Auf dem Wege dahin, logischerweise, kommt es zu noradrenergen oder monoaminergen Effekten. Und was können die Nebenwirkungen sein einiger Antidepressiva? Nun, sie regen die Wirkung des Sympathikus an in der Peripherie und er wirkt steigernd auf die Herzfrequenz. Er wirkt steigernd auf den Tonus der glatten Muskulatur der peripheren Gefäße, das heißt, der Blutdruck kann ansteigen. Und das sind natürlich Nebenwirkungen, die wir nicht trennen können. Es ist ja so, dass zunächst die Tablette und der Wirkstoff in der Peripherie unterwegs ist und erst dann sekundär im ZNS seine Wirkung tun kann.
Jetzt wollen wir zunächst mal zu einem Teil des vegetativen Nervensystems gehen, zum Sympathikus, um dort die Grundmechanismen der Transmitterherstellung in diesen Neuronen zu verstehen. Nicht verwirren lassen durch die vielen Pfeile und Namen, die hier stehen. Es soll nur symbolisieren, dass in allen monoaminergen Systemen es zu einer Bildung von Transmitterstoffen kommt über enzymatische Prozesse. Aufgenommen vom Neuron wird aus der Nahrung heraus das Tyrosin. Das Tyrosin kann dann enzymatisch verändert werden zu DOPA. Bei den Enzymen, die nicht wichtig sind für die Pharmakologie, die wir anwenden in diesem System, habe ich einfach diese grünen Pfeile gesetzt. Das DOPA wiederum kann durch die DOPA-Decarboxylase wiederum angeknabbert werden und es entsteht das Dopamin. Dopamin wiederum kann enzymatisch noch umgewandelt werden zu Noradrenalin und Noradrenalin letztlich zu Adrenalin. Ob im monoaminergen System ein Neuron ein dopaminerges ist oder ein noradrenerges oder ein adrenerges, das hängt davon ab, wie die Enzymausstattung des entsprechenden Neurones ist. Beim dopaminergen Neuron ist an der Stelle Schluss, es fehlen die Folgeenzyme. Beim noradrenergen Neuron ist an der Stelle Schluss, es fehlt das Folgeenzym. Und im Nebennierenmark geht die Synthese weiter bis zum Adrenalin. Das Nebennierenmark sind ja eigentlich auch Neurone, die offen ins Blut münden. Wenn wir das wissen, dann gab es schon relativ früh den Versuch, eine pharmakologische Beeinflussung dieses Systems zu machen. Immer unter der Idee, Bluthochdruck als eine Lebensgefahr des Menschen zu senken. Und ein Versuch dabei war, dass man die Umwandlung von Tyrosin ganz zu Beginn dieser Synthese der Neurotransmitter zu DOPA hemmt über Alpha-Methyl-Tyrosin. Es ist ja nur ein verändertes Tyrosin, hat aber die Eigenschaft, dass es sich an dieses Enzym dranbindet und längere Zeit blockiert, sodass das normale Tyrosin weniger zu DOPA umgewandelt werden kann. Jetzt kann man sich aber vorstellen, wenn man so hoch oben eingreift in diesen Syntheseweg, dann beeinflusst man ja die Bildung all dieser Transmitter. In dopaminergen Neuronen kommen weniger Dopamin vor, noradrenerge, das wäre gewünscht, weniger Noradrenalin, um den Blutdruck zu senken. Adrenalin wird abgesenkt in seinem Spiegel, in seinen Neuronen. Das Dumme ist, das Alpha-Methyl-Tyrosin kann auch zentrale Effekte machen und es gibt noch eine ganz andere Begründung. Immer dann, wenn wir sehr weit oben in einem Syntheseweg eingreifen, dann können Sie sich vorstellen, dass der Effekt beträchtlich ist. Ich will es vergleichen mit einem Baum, bei dem Sie eigentlich nur die äußeren Spitzen schneiden wollen und Sie würden dann aber den Hauptstamm halbieren und die halbe Baumkrone weghauen, um dieses Ziel, irgendwo die kleinen Zweige zu entfernen, durchzusetzen. Das heißt also, dieser Angriffspunkt wäre möglich, aber durch dieses Breitwirkende des Eingriffes in den Syntheseweg bekommen wir viele Nebenwirkungen und heutzutage ist diese Idee nicht mehr gängig, weil wir haben Besseres und man nennt solche, Achtung, neuer Fachausdruck, man nennt solche Arzneistoffe obsolet. Sie werden nicht mehr angewendet. So, jetzt gehen wir mal von der Peripherie weg und gehen mal ins ZNS. Auch dort, sagte ich, gibt es noradrenerge und dopaminerge Neurone, allerdings mit anderer Funktion als in der Peripherie. Der Syntheseweg im ZNS ist in diesen Neuronen aber gleich wie in der Peripherie. Wie gesagt, in der Evolution, es war bereits was empfunden, das Bauteil wird benutzt und macht im ZNS eine andere Steuerung. Das ist das Prinzip, was wir im Organismus noch öfter kennenlernen werden, dass sich die Evolution älterer Bauteile bedient, diese modifiziert und neue Funktionen daraus bastelt. Jetzt gibt es eine Erkrankung, die manche Menschen trifft und relativ unangenehm ist. Der Morbus Parkinson. Was ist darunter vorzustellen? Nun, im Deutschen ausgedrückt, finden wir die Symptome, die die Patienten haben. Der deutsche Begriff ist nämlich die Schüttellähmung. Soll heißen, der Patient zittert,
Der Patient kann auch mit dem Kopf zittern. Manchmal, wenn man durch die Stadt läuft oder mit der Straßenbahn fährt, sieht man solche Menschen, bei denen unwillkürlich dann die ganze Zeit der Kopf wackelt. Dann sind die Sternokleidomastoidi betroffen, die dieses Kopfschütteln auslösen. Es ist also irgendeine neuronale Steuerung in der Motorik vorhanden. Und das Zweite, die Lähmung, ist, dass diese Menschen zunehmend Bewegungsstörungen bekommen. Es kann sein, dass die so einen etwas steifen Gang entwickeln und es ist nicht nur die Skelettmuskulatur betroffen, auch die mimische Muskulatur und die Menschen haben oft ein sehr starres, maskenartiges Gesicht. Wer sich noch an Johannes Paul II. Erinnert, da konnte man, da er in der Öffentlichkeit stand, diese verschiedenen Stadien sehen. Und man sah auch immer, es gab eine Befundverbesserung, dann ist pharmakologisch wieder irgendetwas gemacht worden, es gab eine Zeit lang eine Stabilisierung, aber das Dumme ist, die Erkrankung ist progredient und letztlich irgendwann final. Wir können sie nicht heilen, wir können nur Symptome lindern. Die Grundlage dieser Erkrankung ist, dass im Gehirn dopaminerge Neurone zugrunde gehen und dass es im Gehirn dann an Neurotransmitter, an Dopamin fehlt. Und man kann sich unsere Bewegungskoordination so vorstellen, dass Acetylcholin und Dopamin sich in Waage befinden. Gehen nun dopaminerge Neurone kaputt, dann sinkt der Spiegel an Dopamin einseitig und Acetylcholin ist mehr vorhanden. Und das Acetylcholin macht unter anderem dann diese Bewegungsstörung des Zitterns. Jetzt könnten wir sagen, nun, wenn dem so ist und wir wollen symptomatisch lindern, dann geben wir dem Patienten doch einfach Dopamin als Tablette. Nun würde dies funktionieren. Nein, A geht Dopamin nicht über die Darm-Blutschranke. Und selbst wenn wir das Dopamin in die Vene geben würden, also direkt ins System verabreichen würden, dann geht Dopamin nicht über die Blut-Hirn-Schranke. Also der Weg ist verbaut. Es gibt aber eine andere Möglichkeit. Wir können die Vorstufe von Dopamin dem Patienten als Tablette verabreichen, das L-Dopa. Übrigens, ein Running Gag bei meinen Studierenden war, dass mal jemand in der Prüfung sagte, da wird das L dann abgespalten. Das L ist nur die lateinische Bezeichnung für linksdrehendes Isomer, also L-Dopa. Dieses geht ganz gut, nachdem wir es als Tablette geschluckt haben, über die Darm-Blutschranke, kommt auch über die Leber hinaus, verteilt sich dann im Organismus adriell, schwimmt unter anderem an der Blut-Hirn-Schranke vorbei und geht tatsächlich hinüber ins ZNS. Es steht also den noch verbliebenen Neuronen, diese Paarneurone, diese 10% Neurone, die bei einem Parkinson-Kranken noch übrig sind, zur Verfügung, mehr Dopamin herzustellen. Und wir können dadurch eine gewisse Zeit die Symptomatik ausgleichen, also dieses Zittern und diese Bewegungslähmung verbessern für den Patienten. Das heißt also, L-Dopa geht ins ZNS, geht in die betreffenden Neurone, die noch da sind, die bilden Dopamin bis dahin. Es sind ja dopaminerge Neurone und es wird mehr Dopamin in den synaptischen Spalt ausgeschüttet. Das heißt also, es sind zwar weniger Neurone, aber mehr Neurotransmitter und das gleicht dann diese Bewegungsstörung halbwegs aus. Jetzt wäre allerdings ein Problem, wenn das L-Dopa in der Peripherie bereits dekarboxyliert werden würde, denn dort gibt es ja auch die Dopa-Dekarboxylase, wie wir gerade vorhin hörten, und es würde ja, wenn L-Dopa peripher rumschwimmt, daraus Dopamin gebildet werden. Das ist gar nicht gewünscht, denn Dopamin hat Kreislaufeffekte und wir kennen das Dopamin aus dem Notfallkoffer in den Glasampullen, die für den Notfall zur Verfügung stehen, zur intravenösen Verabreichung. Wir geben Dopamin bei bestimmten Formen des Schockes, also eine wirklich massive Kreislaufwirkung von Dopamin, die wir ja nicht wollen, wenn wir eigentlich im ZNS den Parkinson behandeln wollen. Aus dem Grunde gibt man zusätzlich zum L-Dopa eine Substanz, die die Dopa-Dekarboxylase hemmen kann, sodass es peripher nicht zur Umwandlung des gefütterten Dopas zu Dopamin kommt. Das spart uns auch Dosis. Wir müssten ja viel mehr L-Dopa geben, damit es hier drüben im ZNS ankommt, wenn es bereits in der Peripherie verbraucht würde. So, und jetzt wieder ein kurzer Transfer, um zu sehen, ob Sie dabei sind. Welche pharmakologische Eigenschaft muss gelten für das Benzerazid,
dass der Sinn der Behandlung erreicht wird. Ganz kurz überlegen oder stoppen. Nun, es muss doch so sein, dass das Benzerazid nicht über die Blut-Hirn-Schranke geht. Denn wenn das Benzerazid ins ZNS ginge, dann würde es ja auch dort die Dopa-Decarboxylase hemmen und wir hätten ja nichts gewonnen. Also wenn man in der Prüfung gefragt wird, wie ist es beim Benzerazid? Das Benzerazid ist nicht Blut-Hirn-Schrankengängig im Gegensatz zum L-Dopa, bleibt also in der Peripherie und hemmt nur peripher diese unerwünschte Dekarboxylierung des Dopas zu Dopamin. Okay? Weil der Patient möglichst wenig Tabletten einnehmen soll, denn je mehr Tabletten, umso mehr Verwirrung bei älteren Patienten, es können Fehler passieren, fasst man sinnvolle Kombinationen, Achtung, jetzt neuer Fachausdruck, sinnvolle Wirkstoffkombinationen fasst man zusammen in Kombinationspräparaten, kurz Kombipräparate genannt. Also das Dopa, um die Symptomatik zentral des Parkinson zu verbessern und das Benzerazid, um die periphere Umwandlung und unerwünschte Kreislaufeffekte zu vermeiden. So, jetzt bleiben wir beim Sympathikus. Wir müssen unser Modell noch ein wenig erweitern. Die Monoamine an sich sind eigentlich für den Organismus toxisch, wenn sie frei vorlägen. Und die Neurone, die die Monoamine synthetisieren in ihrem Zytosol, müssen zusehen, dass sie die Monoamine, obwohl sie sie selber herstellen, in einen Raum bringen, wo sie nicht Schaden anrichten können. Und dieser Raum ist das Speichergranulum in der Synapse. Dort befinden sich Transporter, die aktiv das Noradrenalin in diese Speichergranula schaffen. Es hat ja zwei Gründe. Einmal, nur wenn der Transmitter in diese Transportbläschen verpackt ist, kann fraktioniert bei Aktionspotenzialen ein Signal in die Synapse gesetzt werden. Ansonsten würde ja das Noradrenalin hier irgendwo im Zytosol rumschweben. Und das Zweite ist natürlich, das Zytosol ist nach der Verpackung in diese Speichergranula geschützt. So, ein Herr Lorenz Rauwolf hat bereits im 16. Jahrhundert eine Pflanzensubstanz gefunden, die auf diesen Mechanismus hier einwirken kann. Was ich eben noch vergaß, ist, dieselben Abspeichermechanismen gibt es hier oben im ZNS natürlich auch. Was Herr Rauwolf gefunden hat, ist eine Pflanze im vorderasiatischen Raum, die dunkle Beeren hat, die so wie große Heidelbeeren eigentlich auch sehen. Und in Indien wird dieses Kraut, was er fand, Rauwolfia serpentina, auch das Wahnsinnskraut genannt. Da hat man ja schon eine Idee, wo vielleicht eine unerwünschte Nebenwirkung stecken könnte bei dieser Vorgehensweise. Und in der Tat ist in Rauwolfia serpentina etwas drin, was man pharmakologisch isolieren kann und auch nutzen kann zur Blutdrucksenkung, nämlich Reserpin. Und das Reserpin wirkt hemmend auf diesen Transporter hier, der ja das Noradrenalin in die Speichergranula schafft, normalerweise unter Energieverbrauch. Wenn wir das da hemmen, werden die Vesikel weniger bepackt. Das heißt also, bei den folgenden Entladungen, bei denen die Vesikel dann in die Synapse entleert werden, ist einfach weniger Neurotransmitter drin. Und wenn dies dann halt am peripheren Gefäß passiert, dann ist die Wirkung auf das Gefäß, es zusammenzuziehen, vermindert. Denn der Sympathikus macht ja normalerweise eine Zusammenziehung der peripheren Gefäße, damit wir überhaupt einen Blutdruck haben. Und in einer Fluchtkampfsituation wird dieser Blutdruck entsprechend zur Leistungssteigerung noch erhöht. Nebenbei, wenn wir den Sympathikus verlieren und er würde nicht mehr wirken, dann hätten wir einen Blutdruck so ungefähr von 30 mm Quecksilbersäule. Das heißt also, wir würden einfach so amorph und ohne die Möglichkeit, uns zu bewegen, in der Ecke liegen. Das heißt also, der Grundsympathikotonus macht, dass wir normalerweise Blutdrücke von 120 zu 80 mm Quecksilbersäule entwickeln. Und wenn wir erhöhten Blutdruck haben, von 160 zu 100 zum Beispiel, und wir machen die Bepackung weniger der noradrenergen Neurone des Sympathikus, dann sinkt der Druck.
Also das ist ein Prinzip, es ist wieder mal was rein Pflanzliches letztlich, was wir schulmedizinisch genutzt haben früher und was tatsächlich den Blutdruck absinken lassen kann. Also insofern das periphere Ziel ist erreicht. Jetzt haben wir ja ein Problem aber bei dieser Sache erzeugt, da das Reserpin die Aufnahme in diese Vesikel hemmt, bleibt ja das Noradrenalin mehr im Cytosol. Das Neuron produziert ja weiter. Und gerade eben sagte ich, dass Nahrungsmonoamine und auch diese vom Neuron selbst gebildeten Monoamine für das eigene Neuron dann neurotoxisch sein können. Das Neuron hat aber dagegen einen Schutz. Wenn das Neuron mal zu viel produzieren würde an Monoaminen, dann können diese Monoamine abgebaut werden über die Monoaminoxidase. Also es findet eine Oxidation statt und damit werden die Monoamine inaktiviert. Wenn wir dies tun, dass wir mit Reserpin die Verpackung hemmen, bleibt ja mehr gebildetes Noradrenalin im Cytosol. Es wird aber sofort abgebaut durch diese Monoaminoxidase, mit der sich das Cytosol schützt gegen die Monoamine. Das heißt, auf Dauer, wenn es immer wieder Entladungen gibt, dann verarmen die Neurone in ihrem Transmitterbläschenbestand an Noradrenalin. So, das wäre ja alles sehr gut wirksam in der Peripherie, wenn wir den Blutdruck senken wollen, aber es kommt jetzt wieder dieses Komma, aber. Das Problem ist nämlich, dass das Reserpin auch über die Blut-Hirn-Schranke geht. Und jetzt ist ja schon klar, was passiert. Auch die zentralen monoaminergen Neurone werden ja in der Bepackung ihrer Speichergranula gehemmt. Das heißt, auch im ZNS kommt es mit der Zeit zu einer Verarmung der Neurone an monoaminergen Transmittern. Und jetzt ist doch schon klar, was passiert, wenn ich eingangs sagte, ein Mangel von Monoaminen kann machen, dass eine Depression entsteht, dann ist das die Nebenwirkung, die bei Reserpin tatsächlich auftreten kann bei bestimmten Patienten durch diese Verarmung der Neurone peripher, was gewünscht ist an Monoamin, aber auch durch diese Verarmung der zentralen Neurone kann es als Nebenwirkung zu Depressionen kommen. Und aus dem Grunde ist heutzutage, weil wir einfach Besseres haben, auch das Reserpin obsolet. Wenn wir jetzt gerade schon hier vorne bei der Monoaminoxidase gelernt haben, dass die Monoaminoxidase in der Lage ist, Monoamine abzubauen, dann wäre doch eine Idee, dass ich bei bestimmten Erkrankungen eventuell diese Monoaminoxidase beeinflusse. Und das tun wir in der Tat. Es gibt die Monoaminoxidase-Hemmstoffe. Was will man mit denen tun bei Krankheiten des Organismus? Nun, ich muss ganz kurz vorausschicken, warum wir überhaupt Monoaminoxidasen bei uns im Organismus haben. Es ist so, dass die Pflanzen uns zwar ihre Früchte zur Verfügung stellen, die wir nach Möglichkeit essen sollen und dann durch Defekation deren Samen irgendwohin verteilen sollen, aber was die Pflanzen gar nicht mögen, ist, wenn wir ihr grünes Blattwerk wegfressen. Aus dem Grunde schützen sich verschiedene Pflanzen durch Fraßschutz, unter anderem auch durch Monoamine. Und jetzt ist klar, wenn wir essen, dann würde uns dieser Fraßschutz bestimmter Pflanzen zusetzen. Wir würden Probleme bekommen, wir hätten toxische Effekte in unserem Organismus. Und aus dem Grunde schützt sich unser Organismus bereits im Darm bei dieser Passage Darm-Blutschranke gegen die Monoamine, indem dort das Isoenzym Monoaminoxidase A vorhanden ist. Und das ist noch nicht genug als Filtereinheit. Es ist danach nochmal nachgesetzt, eine zweite Monoamin-Wächtersituation in der Leber. Das heißt, in der Leber kommt nochmal vor eine Monoaminoxidase, die Monoaminoxidase B. Jetzt sehr vereinfacht. Es wird Kollegen geben, die sagen, ja, aber das ist ja noch da und da und da. Es geht aber jetzt um die pharmakologisch wichtigen Dinge. So, damit man eine Eselsbrücke hat, ich habe das zwar hier markiert, aber man sieht es nicht so sehr gut, die Monoaminoxidase A kommt vor im Darm und die Monoaminoxidase B kommt vor in der Leber als Eselsbrücke zum Merken. Nun, warum ist es eigentlich so? Zweimal Monoaminoxidase hintereinander geschaltet, aber zwei verschiedene
Enzyme. Wenn wir mal nach zentral schauen, dann kommen auch dort die Monoaminoxidasen vor. Also im Gehirn kommen auch diese Schutzenzyme vor, wie wir ja eben beim monoaminergen Neuron schon sahen. Und was die beiden Isoenzyme unterscheidet, ist ihre Präferenz zu bestimmten Substraten. Die Monoaminoxidase B, die setzt mehr Dopamin um oder lieber, sie frisst einfach lieber Dopamin als die anderen Monoamine. Und die Monoaminoxidase A, die frisst lieber Serotonin und Noradrenalin. Die können beide je nach Konzentration auch andere Monoamine abbauen, klar, aber es geht jetzt um das pharmakologische Verstehen, deshalb reduziere ich auf die wichtigen Neurotransmitter, die durch diese beiden Isoformen abgebaut werden. So, jetzt bleiben wir mal zunächst bei der Monoaminoxidase B. Die baut im Gehirn ab normalerweise und auch in der Leber, im Gehirn ab normalerweise das Dopamin. Ganz kurz wieder überlegen, wenn ich die hemme, für welche Erkrankung ist dies gut? Naja, klar, für den Morbus Parkinson, denn bei Morbus Parkinson lernten wir eben, dass es an Dopamin fehlt im Gehirn. Ja, deshalb ja diese Schüttellähmung. Und in der Tat ist es so, wenn wir den Abbau von Dopamin im Gehirn hemmen, dann kommt es zu einer Befundverbesserung. Der Patient zittert weniger, der Patient kann wieder besser motorisch sich bewegen. Und wir haben einen Hemmstoff, der selektiv die Monoaminoxidase B hemmen kann, das Selegelin. Das Selegelin funktioniert klinisch ganz gut. Das liegt aber daran, dass es das Enzym Monoaminoxidase B, und das ist jetzt wichtig, irreversibel hemmt. Das heißt also, bindet das Selegelin, dann ist die Monoaminoxidase B, die dadurch blockiert ist, auf Dauer blockiert. Sie muss von den Neuronen zunächst wieder neu hergestellt werden, damit das Neuron wieder diese Schutzfunktion der Monoaminoxidase B zur Verfügung hat. Und es ist klar, das dauert. Das heißt also, der Effekt einer irreversiblen Bindung an ein Enzym schaltet das Enzym dauerhaft aus. Also sehr effektiv. Wenn wir uns jetzt anschauen, und Achtung, jetzt mitdenken. Auf der anderen Seite stehen zwei andere Substrate bei der Monoaminoxidase A. Sie baut ab das Serotonin und Noradrenalin. Jetzt haben wir doch eine Erkrankung kennengelernt, bei der es an Monoaminen im ZNS offensichtlich hapert und fehlt, nämlich die Depression. Und durch weitere physiologische Experimente wissen wir, wenn wir die Spiegel von Noradrenalin und Serotonin im Gehirn wieder anheben, kommt es zu einer Besserung der Symptome der Depression. Jetzt wäre ja der gleiche Vorgehensweg möglich wie bei der Monoaminoxidase B, dass wir die Monoaminoxidase A selektiv hemmen. Ja, das tun wir in der Tat. Es gibt Moclobemid, ein selektiver Monoaminoxidase-A-Hemmer. Und wenn das Enzym gehemmt ist, ist der Abbau von Serotonin und Noradrenalin im ZNS vermindert. Und ich hebe die Spiegel im ZNS an. Und es müsste zu einer Verbesserung der Symptome bei Depressionen kommen. Ist aber klinisch nicht so oder nur wenig. Warum? Nun, dieses Moclobemid bindet nur reversibel an die Monoaminoxidase A. Das heißt, es blockiert eine Zeit lang und geht wieder weg. Das heißt, die klinische Wirkung, wenn ich einnehme diese Substanz, ist nicht dauerhaft und deshalb wahrscheinlich dann auch wenig erfolgreich bei der Therapie der Depression. So, wir haben jetzt verstanden, warum Morbus Parkinson recht gut therapierbar ist, indem wir irreversibel die MAO-B hemmen, dass wir aber, wenn wir die MAO-A hemmen, durch die Reversibilität der Bindung nicht guten klinischen Erfolg erzielen. Jetzt will ich aber noch was nachergänzen, was wir verstehen müssen. Das Selegelin wirkt ja nicht nur im ZNS irreversibel hemmend auf die Monoaminoxidase B, denn das Selegelin nehmen wir typischerweise als Tablette zu uns. Das heißt also auf gewohntem Wege, Darm-Blutschranke, Pfortader, Leber, rechtes Herz, Lunge, linkes Herz, Arterien, dann über die Blut-Hirn-Schranke ist ja der Wirkstoff zunächst peripher unterwegs.
Und sinnigerweise, wenn der Wirkstoff bereits bei der ersten Passage durch die Leber durchgeht, hemmt der Wirkstoff auch in der Leber die Monoaminoxidase B. So, jetzt können Sie fragen, ja, aber was ist dann, wenn wir Nahrung zu uns nehmen? Vorhin war doch gesagt worden, Nahrungsmonoamine können toxisch bei uns wirken und wir brauchen diese zwei Schutzwälle, um uns davor zu schützen. Nun, da kann man sagen, bei dieser einseitigen Hemmung passiert nicht so sehr viel, denn der Schutz im Darm über die Monoaminoxidase A ist ja noch aktiv. Auf der anderen Seite, wenn wir mit Moglobemid zentral hemmen, dann hemmen wir auch peripher die Monoaminoxidase A im Darm mit, aber da ist ja auf der anderen Seite dann als nächste Filterstufe die Monoaminoxidase B noch aktiv und die Hemmung der Monoaminoxidase A ist natürlich auch im Darm nur reversibel. Also da besteht relativ wenig Gefahr, wenn wir Nahrungsmittel zu uns nehmen, die Monoamine enthalten, dass wir uns vergiften. Jetzt kommen wir nochmal zu diesem klinischen Transfer. Was müssen wir entwickeln, damit wir auch die Depression durch eine Monoaminoxidase A-Hemmung behandeln könnten? Nun, wir bräuchten einen irreversiblen Monoaminoxidase A-Hemmstoff. Den gibt es auch als Reserve-Antidepressivum, das Tranylcypromin. Es bindet zentral an die Monoaminoxidase und hemmt diese irreversibel. Würden Sie sagen, ja klasse, dann ist ja das Ziel erreicht. Es wird zwar auch der Darm mitgehemmt, aber es ist ja die Leber noch frei. Ja, weit gefehlt. Das Dumme ist nämlich, dass Tranylcypromin zwar irreversibel die Monoaminoxidase A hemmt, auf der anderen Seite aber leider auch, das ist nicht selektiv, die Monoaminoxidase B mithemmt. Jetzt können wir zwar damit zentral die Depression bessern, aber Sie sehen ja das Problem, was sich ergibt. Wir hemmen doch in unserem Schutzsystem gegen die Nahrungsmonoamine, hemmen wir doch beide Hürden. Wir hemmen die Monoaminoxidase A im Darm und wir hemmen die danach folgende Filterstufe in der Leber. Das heißt also, wenn jetzt wirklich Nahrungsmonoamine vorhanden sind in unserer Nahrung, dann kommen die durch die Darmblutschranke und über die Leber hinaus und schwimmen dann plötzlich systemisch in unserem Organismus rum. Ja, jetzt können Sie fragen, hat das Relevanz? Ja, sehr. Und als Eselsbrücke merken Sie sich, alles, was die Franzosen mögen, Käse, Rotwein, das sind Substanzen, in denen Monoamine drin sind, im engeren das Tyramin. Und bei den Patienten, die mit Tranylcypromin als Reserveantidepressivum behandelt sind, bei den Patienten kommt es, wenn sie größere Mengen Käse zu sich nehmen, zu einem Tyramin-sympathomimetischen Effekt. Das heißt also, die bekommen Blutdrucksteigerung, die bekommen Herzrasen, die bekommen manchmal Rötung im Gesicht. Zum Glück geht das Tyramin nicht ins ZNS und macht auch da noch erregende Effekte, aber die periphere Kreislaufwirkung ist ungewünscht. Und man muss diesen Patienten sagen, Achtung, meiden Sie tyraminreiche Kost, da gibt es dann ganze Tabellen. Aber wir hatten ja jetzt eben gerade gesagt, was die Franzosen gerne mögen, Käse und Rotwein. Und wegen des Käses und der Milchprodukte nennt man diesen Effekt, wenn ich Nahrungsmittel zu mir nehme, die ich zu diesem Medikament nicht mit einnehmen darf, nennt man diesen Effekt den Cheese-Effekt. Also Kavete, Achtung, hütet euch. Ihr müsst den Leuten sagen, dass sie tyraminarme Kost zu sich nehmen müssen, weil sie ansonsten Gefahr laufen, dass das Nahrungsmonoamin Tyramin im Organismus die Herzfrequenz erhöht, den Blutdruck erhöht. Und Sie müssen sich immer darüber im Klaren sein, wenn das ein älterer Patient ist, der ohnehin schon eine kardiale Vorerkrankung hat, dann kann es reichen, wenn er so eine Camembert-Orgie feiert, dass er dadurch tatsächlich im Herzen in funktionelle Notzustände kommt. Okay? So, an der Stelle das da alles nochmal durchdenken. Ich sage jetzt einmal kurz durchatmen,
Es war relativ viel in kurzer Zeiteinheit. Man muss dies vielleicht mehrfach schauen, um die Feinheiten abspeichern zu können. Aber wir wollen jetzt noch weitere Dinge in diesem System besprechen. Wir kommen nochmal zurück zum peripheren, im Sympathikus befindlichen monoaminergen Neuron. Und eine der älteren Ideen, die man hatte, war, dass man nicht hier oben das Tyrosin umsetzende Enzym hemmt, sondern dass man dem Organismus mal anbietet, anstatt DOPA, ein falsches Substrat, nämlich Alpha-Methyl-DOPA. Das ist heutzutage in der Therapie des Erwachsenen normalerweise nicht Usus, aber wer aufgepasst hat bei der Bluthochdruckeinführung, weiß, dass dieses Mittel heutzutage immer noch bei den Schwangeren angewendet wird, nicht weil es das beste blutdrucksenkende Mittel ist, sondern einfach deshalb, weil durch die lange, lange Erfahrung mit dieser Substanz Alpha-Methyl-DOPA es bei Schwangeren für den Fötus keine Probleme gibt durch die Substanz. Und eine Dame im Internet schrieb mir, dass sie in der Schwangerschaft behandelt worden war mit Alpha-Methyl-DOPA. Ne? Also alte Substanz, nicht der originellste Wirkmechanismus, dennoch blutdrucksenkend wirkend und bei den Schwangeren heutzutage immer noch en vogue. Das heißt also die Standardmedikation, wenn die Schwangere einen chronischen Bluthochdruck während ihrer Schwangerschaft entwickelt. Und in dem allerersten Vortrag hörten wir, wenn es ganz akut passiert, da kann man dann intravenös mit Dihydralazin die Schwangere auch gefahrlos Blutdruck senken. Ich erwähne diese Dinge immer wieder, weil sie einfach wichtig sind. Es wäre ja eine Katastrophe, wenn man der Schwangeren einen AC-Hemmer gäbe, wie wir letztens gerade klärten. Okay? Jetzt, was macht dieses Alpha-Methyl-DOPA im Neuron? Nun, das Alpha-Methyl-DOPA ist ja ein abgewandeltes DOPA, ist ja ein anderes Molekül. Sprich, das Alpha-Methyl-DOPA wird im Neuron verstoffwechselt. Es kommt zur Bildung nicht von Dopamin, sondern zu Alpha-Methyl-Dopamin. Und es kommt zur Bildung von, nicht von Noradrenalin, sondern von Alpha-Methyl-Noradrenalin. Und wenn wir ins Nebennierenmark schauen, dann wird dort anstatt Adrenalin Alpha-Methyl-Noradrenalin gebildet. Was hat das dann für eine Konsequenz? Nun, wir bleiben mal bei dem falsch gebildeten Transmitter Alpha-Methyl-Noradrenalin in den noradrenergen Neuronen. Denn das sind ja die wichtigen, die am Herz und am Gefäß den Blutdruck steigern. Und wir haben ja jetzt gehört, bei der Schwangeren, wir wollen Blutdruck senken, also müssen wir dort eingreifen. Das Alpha-Methyl-Noradrenalin macht offensichtlich etwas anderes, als das Noradrenalin normalerweise täte. Wir wollen jetzt, um darüber Überblick zu bekommen, mal auf die andere Seite hier unten gehen. Wir gehen mal auf die Postsynapse. Das heißt also, wir hätten ein Neuron, bei dem die Enzymkaskade da endet. Es wird Noradrenalin in dem Neuron gebildet, es speichert es ab und das Neuron gibt Noradrenalin frei durch die Speichervesikel und das Noradrenalin wirkt dann auf das Zielorgan, auf die Postsynapse ein oder auf andere Neurone ein. Was passiert an der Postsynapse? Was Sie alle wissen ist, es gibt verschiedene Rezeptoren für die Monoamine. Und wir wollen diesen Rezeptoren mal ein Gesicht geben. Es ist immer dumm, wenn man solche Dinge einfach nur auswendig lernt. Die Alpha-1-Rezeptoren als Merkhilfe machen immer eine Kontraktion glatter Muskelzellen. Das einfach mal so hinnehmen. Der Physiologe wird sagen, ja, aber da ist ja noch irgendwo eine Spezialfunktion. Aber für die wichtigen pharmakologisch gesteuerten Einheiten gilt, dass wenn Alpha-1-Mimese stattfindet, dann kommt es zu einer Kontraktion der dahinter geschalteten glatten Muskelzelle. Es gibt natürlich auch den Gegeneffekt. Beta-2-Rezeptoren machen immer eine Relaxation glatter Muskelzellen. Ja, als Faustregel. Dann gibt es die Beta-1-Rezeptoren, die sitzen am Herzen, wie Sie wissen. Es kommt zu einer Frequenzsteigerung, es kommt zu einer Inotropiesteigerung, das heißt also die Schlagkraft am Herzen nimmt zu. Aber, und jetzt Achtung, an der Stelle, ich sage die wichtigen Dinge des Öfteren,
Wir wissen, dass an der Niere am juxtaglomerulären Apparat auch Beta-1-Rezeptoren sitzen. Und diese Beta-1-Rezeptoren stimulieren die Freisetzung von Renin aus dem juxtaglomerulären Apparat. Und wir wissen, dass die Konsequenz daraus dann ist die Angiotensin-2-Bildung, was einer der stärksten Vasokonstriktoren ist. Und wenn jemand in einer Prüfung gefragt wird, warum wirken Beta-Rezeptor-Blocker, Beta-1-Rezeptor-Blocker, Blutdruck senkend, dann ist nicht die richtige alleinige Antwort, dass Sie sagen, ja, die Herzleistung und die Inotropie wird ja gesenkt, dadurch ist der Motor und die Pumpe weniger aktiv, deshalb sinkt der Blutdruck. Nein, der Hauptblutdrucksenkende Effekt von Beta-Rezeptor-Blockern liegt hier an der Niere, in dem weniger Renin freigesetzt wird, wenn diese Beta-1-Rezeptoren am juxtaglomerulären Apparat gehemmt sind. Also wichtig, wenn Sie gefragt werden, warum wirken Beta-Blocker blutdrucksenkend, dann letzten Endes deshalb, weil sie auch das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System hemmen durch die verminderte Freisetzung von Renin im juxtaglomerulären Apparat. Diese Effekte am Herzen, die kann ich zwar messen, aber die sind ganz kurz und passagier. Es würde ja bei dieser Hemmung am Herzen durch die Barorezeptoren eine Gegenregulation stattfinden. Und wir sehen das dann zwar in einem Versuchsaufbau und können das auch messen an Patienten, aber wir bekommen keine Langfristeffekte auf den Blutdruck, indem wir nur die Pumpe drosseln. Okay? So, und dann kommt noch der Alpha-2-Rezeptor und der hat mehrere Funktionen. Einmal sitzt er präsynaptisch vor der Freisetzung der Neurotransmitter. Also präsynaptisch heißt, da wo der Neurotransmitter freigesetzt wird, Noradrenalin zum Beispiel, da sitzt der Alpha-2-Rezeptor und hemmt die Freisetzung von Noradrenalin. Das ist eine Eigenbremse des Systems, damit die Monoamine nicht unkontrolliert freigesetzt werden und es dann am Herzen irgendwann zu einem Kammerflimmern käme. Eine zweite wirklich wichtige Funktion der Alpha-2-Rezeptoren ist, dass sie an den Thrombozyten sitzen. Und das ist eigentlich auch völlig klar, warum. Wir haben ja gelernt, die Thrombozyten, das sind die Leitplankenwächter und kontrollieren, ob wir Verletzungen des Gefäßes erlitten haben. Wenn eine Oberflächenrauigkeit im Gefäß vorkommt, weil das Endothel fehlt, entweder durch Verletzung oder hohen Blutdruck oder durch Zuckerkrankheit oder durch Rauchen oder auch was auch immer Sie sich antun mit Genussgiften, die Schädigung des Endothels macht, dass diese Thrombozyten aktiviert werden. Ich sagte, das ist dann so, als würden bei der Autobahn diese Kontrollwägen sich querstellen und das Blaulicht anmachen. Blaulicht heißt bei den Thrombozyten, sie setzen Serotonin frei und machen damit eine Begünstigung des Verschlusses des Gefäßes, was ursprünglich gedacht war, um die Verwundung zu stillen, die Blutung zu stillen bei einer Verwundung. So, das Zweite, was aber passiert, ist, dass ja beim verletzten Gefäß der Sympathikus versucht, das Gefäß panisch eng zu stellen über Alpha-1-Rezeptoren. Und das Zweite, was passiert, ist, dass der Sympathikus bei diesem Versuch die Thrombozyten noch so richtig scharf macht. Er aktiviert also deren Aggregation. Das wäre also so, als würden sich mehrere dieser Leitplankenwächterfahrzeuge querstellen und verknäulen. Das kann der Sympathikus mit tun bei dem Versuch, eine Blutung eines verletzten Gefäßes zu stillen. Er macht es eng und ich beschreibe das immer so, als hätte man einen Wollpullover mit vorne so einem zusammenziehbaren Bündchen an. In dem Moment, wo verletzt wird und ich streife diesen Wollpullover über die Hand, das soll heißen, da vorne ist eine Verletzung, dann zieht sich dieser Wollstrumpf zusammen und auf der anderen Seite werden die Thrombozyten dann aktiviert, um diese Verengung zu verstopfen. Es gibt übrigens, das werden wir sehen, wenn wir die Schutzmechanismen des Organismus besprechen, mehrere, viele, viele Mechanismen, die dazu führen, dass Gefäße bei einer vermeintlichen Verletzung verengt werden können.
All diese Schutzmechanismen richten sich gegen uns, wenn wir durch Maßnahmen wie Rauchen oder hohen Blutdruck oder die Zuckerkrankheit, also zu viel Essen, unser Endothel kaputt gemacht haben. Denn dann kann es zum Worst Case kommen, zum Schlaganfall oder zum Herzinfarkt. Und wir haben bis jetzt nur Teile kennengelernt, die dazu führen können. Das war einmal der Verlust des dilatativen NOs in dem ersten Vortrag über den Bluthochdruck. Wir haben allerdings auch unter Stress massiv die Möglichkeit, zu einem Herzinfarkt zu kommen. Stress heißt ja, Fluchtkampfnerv ist aktiviert. Das heißt also, Noradrenalin wird unter Stress im Organismus freigesetzt. Unser Blutdruck steigt bei Stress. So, jetzt hat der Laserpointer seinen Dienst aufgegeben. Bei Stress steigt der Blutdruck über Alpha-1-Rezeptoren. Die Gefäße werden eng gemacht. Und Stress macht Herzinfarkt, das weiß jede Oma, aber sie weiß nicht warum. Über die Alpha-2-Rezeptoren macht der Stress noch zusätzlich dieses Zusammenklumpen der Thrombozyten. Also Stress alleine kann bei vorgeschädigtem Endothel zum Herzinfarkt führen. Jetzt haben Sie die Erklärung, warum dies so ist. So, und das Noradrenalin als normaler Neurotransmitter macht eine Stimulation in ganz niedriger Dosis zunächst der Alpha-Rezeptoren, und Noradrenalin macht aber auch in normaler Dosis die Stimulation der Beta-Rezeptoren. Das kann also Noradrenalin alles stimulieren, und das Adrenalin kann auch alle diese Rezeptoren stimulieren. Nur beim Adrenalin ist es umgekehrt, es stimuliert zuerst die Beta-Rezeptoren und dann die Alpha-Rezeptoren. Jetzt haben Sie manchmal ganz eigenartige Vorstellungen über die Verteilung dieser Rezeptoren an der Postsynapse. Es ist doch nicht so, dass alle Rezeptoren dann gleichzeitig an derselben Postsynapse sitzen. Das würde doch keinen Sinn machen. Wenn Alpha 1 die glatte Muskelzelle kontrahiert und Beta 2 die glatte Muskelzelle relaxiert, dann würden doch beide Effekte sich aufheben. Das heißt, an der Postsynapse kommen, wenn nur Adrenalin in den synaptischen Spalt geschüttet wird, je nach Endorgan und dessen Funktion bestimmte dieser Rezeptoren vor. Beispiele. Der Beta-1-Rezeptor sitzt am Reizleitungssystem des Herzens, und die Ramikardiazi, die da hinziehen als sympathische Nervenfasern, können über Noradrenalin dort eine Frequenzerhöhung machen. Der Alpha-1-Rezeptor sitzt an den peripheren Gefäßen, an deren glatter Muskulatur. Warum? Nun, es ist ja klar, es soll durch Noradrenalin das Gefäß zusammengezogen werden und es soll der Blutdruck erhöht werden. An den Bronchien sitzen die Beta-2-Rezeptoren. Warum? Nun, bei Stresskampf sollen wir gut ventilieren können, die Lunge. Wir brauchen viel Sauerstoff für Flucht und Kampf. Das heißt, die Bronchien sollen weitgestellt werden. Also wird es doch an den Bronchien keine Alpha-1-Rezeptoren geben. An den Bronchien sitzen dann sinnigerweise, weil sie ja die biologische Funktion der nachgestalteten Struktur bestimmen, die Beta-2-Rezeptoren. Die Bronchien sollen doch relaxiert werden. Also es ist doch nicht so, dass beides oder alle drei dann am selben Endorgan vorkommen. Es hängt doch immer davon ab. Lernen Sie doch nicht auswendig. Überlegen Sie, welche Sache soll gesteuert werden an einem Organ, und dann wissen Sie, welcher Rezeptor dort sitzt. Und jetzt bei alledem sitzt, wie ich eben schon sagte, präsynaptisch der Alpha-2-Rezeptor. Und da ist völlig egal, was an der Postsynapse konfiguriert ist. Der Alpha-2-Rezeptor ist präsynaptisch immer da. Egal, ob das ein Beta-2-Rezeptor ist an der Postsynapse oder ein Beta-1-Rezeptor oder ein Alpha-1-Rezeptor. Präsynaptisch kann die Transmitterfreisetzung immer durch Alpha-2-Rezeptoren gebremst werden. Wird also Noradrenalin freigesetzt, geht es bei Gefäßen auf Alpha-1, macht diese eng. Das Noradrenalin geht aber präsynaptisch an sein eigenes Neuron und bremst gleichzeitig die Noradrenalin-Freisetzung. So, das alles muss man verstanden haben. Verschiedene Zielstrukturen, verschiedene Effekte an der postsynaptischen Struktur, an dem gesteuerten Organ, und präsynaptisch immer die Möglichkeit der Eigenbremse durch Noradrenalin.
Und was passiert nun, wenn wir Alpha-Methyl-Dopa gefüttert haben und es entsteht der falsche Transmitter Alpha-Methyl-Noradrenalin? Nun, was passiert ist, dass statt Noradrenalin mehr Alpha-Methyl-Noradrenalin freigesetzt wird. Es ist doch klar, wir haben doch das falsche Substrat angeboten. Das Neuron produziert falschen Transmitter. Der falsche Transmitter wird abgespeichert und landet nun im synaptischen Spalt. Und jetzt wird's halt spannend. Was passiert an der Postsynapse, wenn wir dieses falsche Alpha-Methyl-Noradrenalin statt Noradrenalin anbieten? Nun, das Alpha-Methyl-Noradrenalin wirkt relativ schlecht an Alpha-1-Rezeptoren. Das ist ja schon mal sehr gut, weil dann auch weniger die peripheren Gefäße zusammengezogen werden und der Blutdruck würde nicht so stark gesteigert werden können durch Alpha-Methyl-Noradrenalin als durch Noradrenalin. Das Alpha-Methyl-Noradrenalin wirkt auch schlecht am Beta-2-Rezeptor. Es wirkt auch schlecht am Beta-1-Rezeptor. Aber jetzt kommt der eigentliche Clou. Das Alpha-Methyl-Noradrenalin ist ein starker Agonist am Alpha-2-Rezeptor, am präsynaptischen Alpha-2-Rezeptor. Achtung! Was bedeutet das dann an der synaptischen Übertragung? Nun, das Alpha-Methyl-Noradrenalin ist ja relativ desinteressiert am Alpha-1-Rezeptor. Wir haben eben gesagt, es mag ihn nicht, es bindet da nicht sehr, aber es hat eine hohe Vorliebe für den Alpha-2-Rezeptor und bindet dort viel. Das heißt also, wenn Alpha-Methyl-Noradrenalin gebildet worden ist, geht es an diese Eigenbremse und hemmt die Transmitterfreisetzung. Wir haben also zwei Effekte. Einmal an der Postsynapse kommt es ohnehin zu weniger Vasokonstriktion, weil das Alpha-Methyl-Noradrenalin dort am Alpha-1-Rezeptor nicht gut wirkt. Und das Alpha-Methyl-Noradrenalin klebt sich an den Alpha-2-Rezeptor und hemmt dann die weitere Transmitterfreisetzung. Es wird ja eh schon weniger Noradrenalin freigesetzt, weil der falsche Neurotransmitter mitgebildet worden ist. Und insgesamt wird dann weniger freigesetzt. Jetzt können Sie sagen, ja, aber das Alpha-Methyl-Noradrenalin, das geht doch auch irgendwann wieder weg. Das muss man sich physikalisch dann wie einen Schwingkreis vorstellen. Es wird dann wieder mehr freigesetzt, dann ist das Alpha-Methyl-Noradrenalin wieder da und bremst. Aber der Gesamteffekt, das ist ja so ein Circulus vitiosus, heißt, dass insgesamt weniger Erregung auf die Postsynapse kommt. Das heißt, die Gefäße werden weniger zusammengezogen. Frage, geht es schnell, die Blutdrucksenkung, wenn wir Alpha-Methyl-Dopa füttern? Naja, es braucht ja eine Zeit lang, bis es im Organismus verteilt ist und es muss zunächst umgewandelt werden vom Neuron und es muss der falsche Transmitter gebildet werden. Es ist also keine Akutmedikation. Wenn Sie in der Prüfung durch so eine Fangfrage gefragt würden, ist Alpha-Methyl-Dopa geeignet, bei der Schwangeren akut den Blutdruck zu senken, dann ist die klare Antwort nein. Da brauche ich etwas, was akut halt schnell wirkt, wie das Dihydralazin. Aber das Alpha-Methyl-Dopa, wenn ich das mehrere Tage füttere, dann sättigen sich die Neurone immer mehr ab mit Alpha-Methyl-Noradrenalin und dann ist dieser gewünschte Alpha-2-mimetische Effekt vorhanden. Okay? So, da nochmal symbolisiert diese Hemmung der Transmitterfreisetzung beim eigenen Neuron. Jetzt sagte ich ja eben, diese Geschwindigkeit, bis Alpha-Methyl-Dopa zu Alpha-Methyl-Noradrenalin umgewandelt ist und wirkt, es dauert. Es gibt auch eine Substanz, die direkt als Alpha-2-Agonist wirken kann, das Clonidin. Das kennt der eine oder andere vielleicht, weil es früher in der Notfallmedizin angewendet worden war. Das Problem beim Clonidin ist, dass wenn wir es im Bolus spritzen im Notfall, also wenn der Notarzt selbst noch als Notarzt relativ neu ist und selbst ein wenig aufgeregt ist und er hat nur gelernt, ach ja, Clonidin ist ja gut geeignet, um schnell Blutdruck abzusenken, dann neigt man dazu, eventuell diese Clonidin-Ampulle zu schnell zu injizieren als Bolus-Schuss. Und dann passiert etwas, was wir in der Biologie des Öfteren sehen. Es ist von der Konzentration abhängig, die Selektivität. Wenn ich Clonidin im Schuss spritze,
dann geht es zunächst, wenn es im Gefäßsystem unterwegs ist, nicht primär nur an die Alpha-2-Rezeptoren, sondern kann kurzzeitig an die Alpha-1-Rezeptoren binden. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben eine Blutdruckkrise, Sie geben Clonidin, meinen es gut, Sie wollen schnell den Blutdruck senken und Sie machen aber dann versehentlich durch diese zu schnelle Bolusinjektion eine Alpha-1-Mimese. Das heißt, bei hohem Blutdruck würden sich zunächst die peripheren Gefäße sogar noch mal etwas zusammenziehen. Und das ist das große Problem beim Clonidin. Es ist zwar rasch und sehr gut wirksam, aber man kann durch den Anwendungsfehler eine Katastrophe erzeugen. Aus dem Grunde ist auf den meisten Notarztwagen das Clonidin inzwischen nicht mehr gelistet. Das Clonidin spielt aber noch eine Rolle auf der Intensivstation. Und jetzt Achtung, kleiner Exkurs, aus zwei Gründen. Es hemmt ja offensichtlich den Sympathikus. Das ist für Menschen gut auf der Intensivstation, die aufgrund ihrer schweren Erkrankung, einer OP oder was auch immer, in einer körperlichen Stresssituation sind. Clonidin kann man also sehen als ein Antisympathikus-Stressmittel. Ja? Übrigens, Pferde sind ja reine Fluchttiere und Pferde bekommen auch leicht einen Herzinfarkt, weil sie sich wirklich in massivsten Stress hineinsteigern können und meistens, bevor die Pferde auf Reise gehen und längere Zeit in so einem Anhänger verbringen müssen oder im Flugzeug, bekommen die vorher Clonidin, auch um sie vor ihrem eigenen Sympathikusstress zu schützen, wie den Patienten auf der Intensivstation. Und beim Kapitel Schmerzmittel, was ich jetzt möglichst rasch lese, da entsprechende Nachfragen kamen, beim Kapitel Schmerzmittel werden wir feststellen, dass das Clonidin sogar eine Hemmung macht auf die zentrale Schmerzverstärkung. Dass also Clonidin nach einer OP nicht nur vor dem Sympathikusstress schützt, sondern auch zentral die Schmerzweiterleitung und Schmerzempfindung etwas abdämpfen kann. Also im Prinzip eine alte Substanz, die aber nach wie vor ihre Berechtigung hat. So, jetzt haben wir zwei Strategien kennengelernt, das Alpha-Methyl-Noradrenalin, was aus Alpha-Methyl-Dopa enzymatisch gebildet wird im Neuron und das direkt wirkende Clonidin. Jetzt haben wir auch kennengelernt, wie beide auf das noradrenerge System hemmend einwirken können. Jetzt ist allerdings die Frage, gibt es den Sympathikus nur peripher? Und da gilt natürlich ein klares Nein. Aufgrund vielfältiger Prüfungserfahrung muss ich an der Stelle noch etwas Klarheit im Kopf erzeugen, ganz kurz. Natürlich ist es so, dass wenn wir bei einer Rückenmarksverletzung wegen meiner im Halsbereich alles vom ZNS kommende ausschalten können und dass dann der Sympathikus immer noch autonom funktioniert. Deshalb heißt ja das vegetative Nervensystem autonomes Nervensystem. Es braucht im Prinzip keine Steuerung von oben, um zu funktionieren. Als in der Evolution aber dann das ZNS als steueroberste Instanz entwickelt wurde, war es natürlich auch so, dass das ZNS Einfluss nahm auf diese ursprüngliche vegetative Steuerung. Und auch im ZNS gibt es Sympathikuskerne, die die Aktivität des peripheren sympathischen Nervensystems triggern. Und wir haben ja jetzt kennengelernt beim Alpha-Methyl-Noradrenalin und beim Clonidin, dass diese beiden ja beim peripheren Sympathikus durch diese präsynaptischen Alpha-2-Rezeptoren die Freisetzung von Transmitter hemmen können. Zusätzlich ist es aber so, und das ist eigentlich sogar noch der wichtigere Effekt, machen die beiden auch eine Hemmung der Kerne des Sympathikus im ZNS. Und weil im ZNS diese übergeordnete Steuerinstanz des Sympathikus gehemmt wird, nennt man diese Substanzen Antisympathikoton. Also der normale Tonus oder der erhöhte Tonus des Sympathikus wird heruntergeregelt. Und zwar nicht nur peripher, sondern maßgeblich zentral. Da liegt sogar die Hauptwirkung dieser beiden Wirkmechanismen. Auch dort logischerweise über Alpha-2-Rezeptoren vermittelt. Also die Sympathikuskerne können in ihrer Grundaktivität gehemmt werden. Der Gesamttonus
Tonus des Sympathikus sinkt. Aus dem Grunde nennen sich diese Substanzen Antisympathikotonika. Und wir haben sogar schon eine Substanz noch kennengelernt, die als Antisympathikotonikum gilt, auch wegen dieser zusätzlich zentral stattfindenden Effekte, nämlich das Reserpin. Es verarmen ja nicht nur die peripheren Neurone und es verarmen nicht nur die Neurone, die dann die Depression auslösen, sondern es verarmen ja auch noch diese Kerne des Sympathikus im ZNS an Neurotransmitter und dadurch sind diese Steuerkerne im ZNS des Sympathikus mit gehemmt. So, bis dahin mal Ende, dieses Wissen alles sitzen lassen. Wir haben mehrere Dinge besprochen. Wir haben die Grundzüge monoaminerger Übertragung besprochen. Wir haben besprochen die Beeinflussung beim Morbus Parkinson. Wir haben des Weiteren besprochen die Antisympathikotonika und wir haben besprochen die Monoaminoxidase-Hemmstoffe. Vielen Dank. Im nächsten Teil geht es weiter mit der Materie.